Vor den verheerenden Waldbränden in Kalifornien sind zuletzt Zehntausende Menschen geflohen. Es gab Tote und Verletzte. Einige Menschen glauben weiterhin, dass das nichts mit der Klimakrise zu tun hat. Die Wissenschaft sieht das anders. Die Erderwärmung führe zu mehr Trockenheit und das begünstige solche Katastrophen. Die Fridays for Future-Bewegung will erreichen, dass der Wissenschaft mehr Gehör geschenkt wird und ging Ende September nach langer Pause erstmals wieder auf die Straße. Journalisten und Journalistinnen müssen darüber berichten. Aber wie, ohne selbst zu Aktivisten zu werden? Kein Grad weiter. Monatelang waren Fridays for Future pandemiebedingt kaum auf der Straße, auch in den Medien wenig präsent. Spätestens zum Klimaaktionstag hat sich das geändert. Nur diesmal berichten einige Medien nicht über die Aktivistinnen und Aktivisten, sondern mit ihnen. Die Tageszeitung wird zur Klimazeitung. 44 KlimaaktivistInnen übernehmen die Taz. Setzen Themen, schreiben Artikel, die Redaktion lässt sie machen. Weniger erwartbar, der Stern. Kein Grad weiter. Eine Ausgabe zusammen mit Fridays for Future. Im Editorial erklärt die Chefredaktion: Was die Klimakrise angeht, ist der Stern nicht länger neutral. Ist das hier noch Journalismus oder schon Aktivismus? Seitdem große Diskussion in der Journalistenblase. Er hat den Klimaschutz zu seinem Thema gemacht. Und doch geht ihm die Zusammenarbeit des Stern mit den Aktivisten zu weit. Der Stern hat sich Glaubwürdigkeit genommen, weil er mit einer Organisation zusammengearbeitet hat, die aus sich selbst heraus andere Ziele verfolgt als ein journalistisches Produkt. Hat der Stern seine Unabhängigkeit aufgegeben? Der Chefredakteur sieht das Problem nicht. Wir haben die jungen Aktivistinnen von Fridays for Future in unseren Konferenzen gehabt. Und die haben sich an den Diskussionen beteiligt, was Themenfindung anging. Die haben uns Gesprächspartner auch zum Teil vorgeschlagen. Wir haben über Wordings diskutiert mit denen. Aber die journalistische Arbeit, die Recherche, das Schreiben der Geschichten, die Verifikation in der Dokumentation, das war alles Sternstandard, wie jede Woche auch. Wie viele alte Printmedien steht auch der Stern unter Druck. Hilft da ein neues grünes Image mit neuen grünen Anzeigenkunden? Wenn wir jetzt die großen SUV-Anzeigen im Heft gehabt hätten, wäre uns das um die Ohren geknallt worden. Jetzt wird uns um die Ohren geknallt, dass die Umweltverbände inseriert haben. Ich kann es irgendwie wirklich nicht jedem recht machen. Dass der Stern kein Verhältnis zu dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit hat, da muss ich energisch widersprechen. Wir haben mehrere Titelgeschichten zu dem Thema gemacht. Er begrüßt das. Aus Sicht von Michael Brüggemann berichten Medien zu wenig über den Klimawandel. Er erforscht die Berichterstattung seit Jahren. Die Haltung des Stern für ihn folgerichtig. Der Journalismus steckt ja immer in einem Spannungsverhältnis dazwischen, dass sie unabhängig sein wollen und neutral berichten wollen und dass jeder Journalist auch Werte hat, auch gesellschaftliche Anliegen hat, die man vertritt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das einfach auszublenden und so zu tun, als ob ich das gar nicht habe. Das wäre aber verlogen. Und der Stern ist jetzt den anderen Weg gegangen und hat das transparent gemacht. Für Schächtele lassen sich Journalismus und Aktivismus nicht vereinbaren. Deswegen hat er einen kreativen Ausweg gefunden. Er widmet sich der Klimapolitik auf der Bühne mit einer Mischung aus Comedy und Theaterstück. Ihr vernichtet gerade die Grundlagen der menschlichen Zivilisation. Aber Mutzele, das bin doch nicht ich. Das ist die Industrie und die Politik, da hab ich doch überhaupt nichts. Nein, deswegen rufe ich dich ja an. Ihr lasst Industrie und Politik den Karren vor die Wand fahren. Vom Journalisten zum Autor einer Klimashow mit deutlicher Agenda. Für Schächtele eine unumkehrbare Entscheidung. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte aber jetzt wieder in den klassischen Journalismus zurückkehren, würde das gehen? Ich glaube, es würde nicht gehen. Und weil ich es in meinem Fall nicht glaube, glaube ich auch, dass der Stern nicht einfach so zurückkehren kann. Deswegen hätte der Stern das nicht tun dürfen, weil diese Rückkehr niemand mehr abnimmt. Das glaubt niemand mehr. Wenn Fridays for Future in irgendeiner Form kritisch sich verhalten sollte in Zukunft, keine Ahnung, Spenden irgendwie in eine andere Richtung lenken oder was weiß ich, was passieren könnte, werden wir darüber berichten. Kritisches Berichterstatten auch über die Aktivisten und eine klare Haltung für Klimaschutz. Kein Widerspruch für immer mehr Medienschaffende.
Mehr als 50 von ihnen haben einen offenen Brief unterzeichnet. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels als vierte Gewalt zu kontrollieren, ist kein Aktivismus. Es ist wissenschaftlich, menschlich und journalistisch geboten. Das unterschreiben offenbar nicht alle Medienhäuser. Im Juni demonstrieren Klimaschützer vor der Tagesschau in Hamburg. Die Forderung, statt der Börse vor acht, soll die ARD eine Sendung namens Klima vor acht senden. Eine Gruppe wirbt dafür mit einer Crowdfunding-Kampagne. Doch von der ARD heißt es daraufhin nur, ein solches Format sei derzeit nicht geplant. Die Tagesthemen oder noch deutlicher die Tagesschau sind natürlich in einer anderen Position. Sie sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Sie werden von den Bürgern insgesamt finanziert. Und da ist es natürlich noch wichtiger und noch klarer, dass sie nicht sich in eine Richtung stark positionieren sollen. Deshalb wäre ich da sehr viel vorsichtiger als bei Presseunternehmen, wo es schon immer so ist, dass sie auch eine bestimmte Richtung haben, eine bestimmte Leserschaft haben, auf die sie sich auch konzentrieren dürfen. Also es würde ja auch niemand der Welt oder der FAZ vorwerfen, dass sie ein bisschen konservativer sind als die Süddeutsche Zeitung. In einer vielfältigen Medienlandschaft muss letztlich die Leserschaft bewerten, ob Redaktionen die Aktivisten zu nah an sich heranlassen.